Fast 7 Jahre nach der Duisburger Love Parade-Tragödie mit mehr als 20 Toten hat das Unglück nun doch ein juristisches Nachspiel. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf machte den Weg frei für einen Strafprozess. Die Anklage richtet sich gegen 10 Beschuldigte, unter ihnen Beschäftigte der Stadt und des Veranstalters. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung und Körperverletzung vor. Die Love Parade im Juli 2010. 21 Menschen werden im Gedränge an einer Zugangsrampe getötet, mehr als 650 verletzt. Seit heute ist klar, es wird ein Strafverfahren geben. Das gab das Oberlandesgericht Düsseldorf bekannt. Denn der Senat hält eine Verurteilung der Angeklagten für hinreichend wahrscheinlich. Angeklagt werden demnach 10 Personen. 4 von der Veranstalterfirma Lopavent, die das Festival geplant, und 6 Mitarbeiter der Stadt Duisburg, die das Event genehmigt hatten. Das Landgericht Duisburg hatte ein Verfahren im vergangenen Jahr abgelehnt. Begründung: Das zentrale Beweismittel, ein Gutachten, habe schwere inhaltliche und methodische Fehler. Opfer und Hinterbliebene sprachen von einem Justizskandal. Es geht darum, dass aufgearbeitet wird, was ist tatsächlich geschehen, warum sind unsere Kinder gestorben, wollen die Angehörigen wissen, warum sind wir traumatisiert worden, wollen die Geschädigten wissen. Und nach so viel Zeit, die ins Land gegangen ist, haben sie auch einen Anspruch drauf. Betroffene und Angehörige zeigten sich jetzt erleichtert, bestätigt NRW-Ministerpräsidentin Kraft, deren Sohn auch auf dem Techno-Festival war. Ich bin wirklich erleichtert, weil ich war ja nah dran und bin mit den Familien der Opfer immer noch in engem Kontakt, auch mit denen, die dort verletzt wurden und die immer noch traumatisiert sind zum Teil. Und das ist für sie ganz wichtig, dass es eine juristische Aufarbeitung gibt. Und darüber freue ich mich. Der damalige Duisburger Oberbürgermeister Sauerland hat angekündigt, als Zeuge für den Prozess zur Verfügung zu stehen. Wann das Verfahren eröffnet wird, steht noch nicht fest.